wie frisst der eigentlich? Also, wir haben jetzt gehört, der frisst auch Vögel und Krebse. Wenn er den amerikanischen Signalkrebs, wenn er sich auf den beschränken würde, hätte sicher keiner was dagegen. Aber ich glaube, dass der da nicht selektiert. Ja, der im Gegensatz zu dem Kormoran und Gänsefäger frisst eben der Fischotter, wie es Frau Schmidt auch gesagt hat, große Tiere, Laichtiere. Gerade jetzt ist in den Fließgewässern ein Schauspiel der laichenden Huchen zu beobachten. Und jetzt am Inn haben wir gerade neulich festgestellt, dass am Laichplatz ein Huchen attackiert wurde, ein Männchen, über 1,10 Meter. Dem hat er in die Schwanzflosse, einen Teil der Schwanzflosse weggebissen und die haben dann das Laichen dort aufgegeben. Das ist ein Riesenproblem, der traut sich an sehr große Fische ran. Wir haben jetzt ein Monitoring gestartet, bayernweit. Es hat sich verbreitet, der kam praktisch von Oberpfalz oder Oberfranken, ist er jetzt bis Südbayern runtergekommen. Der kommt in Lech, Ammer, Isar, auch südlich von München vor. Nach Schwaben ist er noch nicht ganz verbreitet, aber kommt das sicherlich auch vor. Er ist auch nicht so ganz einfach festzustellen. Deswegen kann man nicht sagen, wenn man noch keinen Nachweis hat, dass er dort nicht vorkommt. Aber wir vom Fischereiverein wurden jetzt und in den letzten Monaten ständig Bilder geschickt von totgebissenen Karpfen, Huchen, Hechte, Barben, Eschen, Rutten und teilweise wirklich große Exemplare, wo man wirklich erstaunt ist, was so ein doch kleines oder nettes Tierchen schafft und was für üble Verletzungen es anrichten kann. Und da lassen wir noch, auch wenn ich mich kurz halten soll, noch einen Aspekt, der mir ja zu kurz gekommen ist, den ich vorher vergessen habe zu sagen. Das Problem ist in den Teichwirtschaftsgebieten, die Teiche werden ja zum Großteil ausgelassen. Dr. Reiter hat es in seinem Einspieler gesagt, 40.000 Teiche, der Großteil wird im Herbst ausgelassen, abgefischt, die Fische kommen auf den Markt und die Überwinterer in kleinere Teiche. Dann ist auf einmal dieser Lebensraum für einen Otter weg und ihm bleibt nichts über, als in die freien Gewässer zu gehen. Und die Teiche sind wie das Mais für die Sauen. Dadurch haben wir zu hohe Bestände. Die Natur würde so hohe Bestände nicht produzieren. Und die gehen dann auf einmal in die Gewässer und fressen dann über das Winterhalbjahr mehr, als die Erträge dieser Gewässer hergeben. Und das zeigt sich dann wieder in den Entwicklungen der Fischbestände im Bayerischen Wald, auch am Regen. Wo auf einmal Huchen- und Eschenbestände extrem nach unten gegangen sind und bei uns die Vereine anklopfen für Pachtminderung. Also es ist wirklich ein ziemliches Dilemma und dass er sich als so große Tiere labt und zum Teil nur ein bisschen was wegfrisst und die Vögel von unten wegfressen, das ist natürlich das Dilemma, was es verstärkt. Die Gänsejäger fressen die Fische, sage ich mal, bis 20, 30 Zentimeter, der Kormoran bis 40, 50. Und die größeren werden dann bevorzugt vom Otter erbeutet. Da akkumuliert sich was. Und das Ganze natürlich, muss man zugeben, es gibt noch andere Gründe, die die Fischbestände schädigen. Wasserkraft, Landwirtschaft, also in beeinträchtigten Gewässern dann eine Summe an Prädatoren, die in der Menge natürlicherweise nicht da wären, ist einfach zu viel für die Bestände. Ich hoffe, ich habe die Okay. Frage beantwortet, bin ich zu sehr abgewichen. Danke, nein, wunderbar. Ich fand den Vergleich mit dem Schwarzwild und den Maisfeldern sehr interessant. Allerdings ist der Mais ja auch ein Neophyt. Das ist ja aus Lateinamerika gekommen. Frau Schmidt, passt der Fischotter noch auf die rote Liste eigentlich? Also ich habe mir in Estland und Litauen das angeschaut, die nehmen das, sehen das ganz anders, da wird das ganz anders behandelt, da schaut man, dass man den Ausgleich kriegt. Die haben ja die ganzen Jahrhunderte durchgängig gehabt. Wir haben ja lange Zeit gerade in den Fischwirtschaftsgebieten überhaupt nicht gehabt, weil nicht dazu gepasst hat. Ich glaube nicht, und beim Kormoran glaube ich auch, dass der Schutzstatus überhaupt nicht mehr passt. Also beim Fischotter sicherlich nicht. Also das ist ja das Nächste, das ist wirklich ein politisches Problem und das muss man sicher europäisch lösen. Ich kann nichts sagen. Also wir in der ganzen Familie haben zu wenig weiße Blusen. Wir kaufen jetzt einmal ein Paket weiße Blusen in Größe 40. Also meine Tochter schlackern sie und mein Mann wird blöd drinnen aussehen. Das ist zu allgemein einfach. Das ist einfach, ich muss differenzieren, wo fehlt welches Tier, wie war früher. Ja, wie war das ganze Biotop zusammengestellt? Habe den Ursprung an die Steinzeit zurückzugehen, bevor die Menschen sich verbreitet haben? In welchem Stadium möchte ich einsteigen und was passt für diese Region und welche Tiere sind bedroht und was gehört wirklich her? Und dann, wir müssen uns immer überlegen, Europa ist eine Kulturlandschaft, die mit
und vom Menschen lebt. Wir sollten hier Ernährung produzieren, weil aus China einzukaufen wäre der falsche und der feige Weg, oder aus Südamerika, also, oder wenn es bloß dann der Lachs aus Norwegen ist und nicht mal der Pangasius. Wir produzieren hier Lebensmittel, hier leben Menschen, und es ist nicht einfach eine Landschaft zum Spazierengehen, sondern diese Landschaft ist so, weil es Menschen bewirtschaften. Es gibt für den Biber, Sie haben es gerade erwähnt, und für den Kormoran eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung in Bayern. Man darf diese Tiere durch Abschuss töten. Das heißt nicht erlegen, sondern durch Abschuss töten. Das ist praktisch keine weitmännische Tätigkeit, die die Jäger ausüben. Das ist einfach ein anderer Akt, wie auch immer man das dann bezeichnen will. Frage 1, also es geht immer um zwei Jahreszahlen. Was glauben Sie, wann so eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung für den Fischotter kommen müsste oder gekommen sein müsste? Frage 2, was halten Sie für realistisch, wann kommt so eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung für den Fischotter? Fangen wir mal mit Frau Schmidt an. Sie war schon überall letzte da. Also, wann müsste die artenschutzrechtliche Verordnung kommen? 2021, wann müsste es kommen? Jetzt, sofort, wir brauchen es gleich. Wir haben das schon mal beim Kormoran bewiesen, da haben wir diese Allgemeinverfügung gemacht, dieses Eichgründer Modell, da war ich schon mit dabei, da kämpfe ich dafür. Und wir brauchen, und wann es kommt, wenn wir stur sind und wenn wir alle zusammenhalten und wenn uns die Menschen verstehen, dann müsste es 2022 kommen. Herr Dr. Hanfland, zwei Jahreszahlen. Ich schließe mich meiner Vorrednerin Gabi Schmidt an, wobei ich sagen muss, es bräuchte gar keine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, weil der Biber und der Kormoran dem Naturschutz unterliegt und der Fischotter unterliegt ja dem Jagdrecht und man könnte es jagdrechtlich eigentlich einfacher lösen. Was wurde ja immer gefordert, den Kormoran, den müsste ja ins Jagdrecht bringen, dass man schießen kann. Dabei können wir beim Kormoran relativ gut eingreifen, auch wenn wir nicht ganz zufrieden sind. Und beim Gänsejäger und beim Fischotter, die unterliegen dem Jagdrecht, können wir momentan nichts machen, aber es gäbe wahrscheinlich, es würde schneller gehen, auch ohne so eine Verordnung und natürlich so schnell wie möglich. Herr Finner, Sie sind Jäger, könnten das Jagdrecht ausüben, wenn Sie dürften. Sie haben vorhin schon gesagt, es ist 10 nach 12, also es ist absehbar, was Sie jetzt als erste Jahreszahl nennen werden. Was glauben Sie, wann es soweit ist? Also, ich sage zwei Zahlen. Man hätte es spätestens 2020 hätte man die Genehmigung benötigt. Denn es ist wirklich 10 nach 12. Also allerspätestens 2020. Und ich glaube nicht, dass wir es vor 25 bekommen. Weil man muss einfach ganz klar sehen, wir haben wieder Wahlen. Und das Problem ist, dass leider Gottes viele Politiker mir dann sagen, ja, wenn ich für dich was tun will, dann müssen mich deine Gegner wählen. Ja, ihr seid so wenig, dann müssen mich deine Gegner wählen. Und dann kann man das nicht, kann man denen nicht auf die Schaufel springen. Ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz schwierig ist, dass wir diese Entnahme bekommen. Ich wünsche es mir sehr im Sinne meiner Mitglieder und meiner Teichwirte. Aber ich bin eher skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen.